Ja, heute geht es darum, mich vorbereiten für morgen. Oder? Morgen ist dann nachher das Rennen, dann schlüpfe ich in die Rolle rein als Experte, wo ich den Zuschauern daheim. Ja, oder sollte ich können sagen, warum einer schnell ist oder warum eben einer nicht so schnell ist? Was hat einer, keine Ahnung, hat er vielleicht ein Material etwas gemacht ein bisschen, oder was hat er umgestellt zwischen dem letzten Mal und dem Mal? Oder hat er irgendwie im Training noch irgendetwas eine Erkenntnis gehabt aus dem letzten Rennen? So ein bisschen das. Oder reden mal mit einem Servicemann über, man geht nicht immer auf den Athlet zu und ich will eigentlich den Athlet auch möglichst in Ruhe lassen, dass er kann sein Ding machen, seine Vorbereitung machen aufs Rennen. Ja, was man so aus dem Team rausgespürt, aktuell ist sehr ein guter Spirit drin. Es hat sehr, wie soll ich sagen, vom Charakter her unterschiedliche Fahrer drin, die sich sehr gut ergänzen im Team und sich vor allem im Training und der Sommer durch gegenseitig wirklich pushen und so einander vorwärts bringen. Ich denke, so ein bisschen, die Strecke ist wahrscheinlich relativ stur. So ein bisschen, ja, es hat ihre Tücken drin. Man muss wirklich dem gewachsen sein. Und ich denke, da braucht es ein gutes Selbstvertrauen. Durchs Band durch im Schweizer Team, die sind, das Selbstvertrauen ist da. Sie haben wirklich gut, sich gut vorbereitet, gute Rennen gehabt. Von dem her sind wirklich, ja, wirklich alle sehr parat auf dem Hang. Und ich denke gerade an Loic Meyer. Er ist wirklich einer, der sich sehr gut anpassen kann. Auch Glanzsituationen sehr gut auf das kann eingehen. Er ist schon ein paar Mal gefahren, da hat ein bisschen Erfahrung mit. Und ihn habe ich schon sehr hoch auf der Rechnung gemacht. Also für mich war es das Schönste, absolut. Das ist, auch wenn ich zurückerinnere, ich weiss noch, vor allem im Riesen, im zweiten Lauf ins Ziel gekommen. Dann so, Arbeit ist gemacht, das hat super funktioniert und dann einfach so in den Schnee gefallen. Und dann so, ja, jetzt ist eine heile Welt. Ja, für mich eigentlich nach wie vor der schönste Skianlass durch den ganzen Winter. Ich halt da jahrelang als Techniker. Dürfen hierher kommen, so ein bisschen das Highlight gewesen. Wenn man hierher kommt als Fahrer, hat man einfach das Gefühl, der Skisport lebt. Oder es gibt nichts Wichtigeres nebenan als Skisport. Es ist einfach alles da und es freuen sich auch die ausländischen Fahrer, um hierher zu kommen. Es ist auch sehr ein faires Publikum, es ist wirklich ein riesiges Skifest. Und darum kann man das uns hier alle freuen aufs Rennen.